Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin als Monatsausgabe. Und die Bilder, die wir euch gleich zeigen werden, muten schon an wie aus einer anderen Zeit. Und das ist gerade mal erst 3 Wochen her, denn wir haben unter anderem den Unternehmertag, den Bergischen Unternehmertag im Bürgerzentrum besucht. Hier ein paar Aufnahmen davon. Kurzweiliger Tag. Wir sind mit vielen ins Gespräch gekommen. Es gibt viele, die gesagt haben, boah, sie wussten gar nicht, dass wir so tolle Sachen machen, so abwechslungsreich, auch in kleinen Auflagen. Und ja, einfach auch mal was anderes, bedruckte Bierdeckel zum Beispiel. Genau, dass die Verpackung, wo Kaffee-Wildpralinen drin sind, von uns stammen. Adventskalender sowieso. Ja, alles das. Wir sind breit aufgestellt. Online-Shop haben wir. Ihr seid quasi mit anderen Wermelskirchener Unternehmen eng vernetzt, kann man so sagen. Ja? Kann man so sagen. Also wir sind sehr zufrieden. Wir hatten eine tolle Resonanz. Einige Besucher, Interessenten Richtung Existenzgründung, Bewerbungen für Auszubildung, Ausbildungsstellen. Also sehr zufrieden. Gute Veranstaltung, ein lohnender Tag. Ja, ich gehe davon aus, also wir werden jetzt mal noch ein bisschen Resümee ziehen und so, aber ich gehe davon aus, dass wir das wahrscheinlich auch im Zweijahresrhythmus etablieren werden, weil wir sehr positiv überrascht sind von dem Tag. Wir stehen hier auf dem Gelände der ehemaligen Realschule Wermelskirchen, wo die Firma Erne den sogenannten Ernebau dann auch wieder abbaut und Platz schafft für das, was in Zukunft kommen wird, nämlich die neue Sekundarschule hier am Standort. Auch im Loschplatz haben Bauarbeiten wie angekündigt begonnen. Aktuell sind nur die Bäume gefällt, die noch abzureißenden Häuser stehen. Aktuell im März 2020 noch. Ich glaube, jeder Wermelskirchener und auch jeder Bundesbürger und vielleicht auch jeder Weltbürger wird sich an jede Zeit im März 2020 erinnern, als das Coronavirus oder die Corona-Epidemie uns voll im Griff hatte. Und im Wermelskirchener Stadtgebiet steht ein Sport- und Spielgerät, was unter anderem vielleicht auch ein klassisches Beispiel für ein Corona-Mahnmal oder Denkmal sein wird, denn es sieht ziemlich genau so aus. Deutschland und damit auch Wermelskirchen befindet sich in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, so unsere Bundeskanzlerin. Und deshalb haben viele Mitbürger beschlossen, diesen Gegenstand, nämlich eine Klorolle, zu horten. Vielleicht trifft es das eher, dass wir uns in diesen Zeiten eher am Beginn einer Weltwirtschaftskrise wie in den 30er Jahren befinden. Auf jeden Fall hat Wermelskirchen den Selbsttest gemacht und wir können, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, Klopapier ist nicht gerade ein geeignetes Nahrungsmittel. Gleichwohl werden in dieser Stadt tonnenweise Lebensmittel weggeworfen und neben der Tafel hat sich nun eine Organisation, die sich Foodsharing nennt, der Sache angenommen. Wir haben mal hinterfragt, was hinter dieser Sache steckt. Foodsharing ist Retten von Lebensmitteln, die nicht in die Tonne gehören. Und seit wann gibt es das in Wermelskirchen? Seit Vera, ich weiß es nicht. 2018. Genau, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich bin seit Mitte letzten Jahres dabei. Und die Garage hier im Eickerberg ist jetzt eine Abholstation für Wermelskirchen. Gibt es noch weitere? Ja, bei privaten Adressen. Aber dies hier ist die zentrale Stelle für alle aus Wermelskirchen, die gerne Lebensmittel retten möchten. Warum engagieren Sie sich für Foodsharing? Weil die Lebensmittel nicht in die Tonne gehören, sondern auf den Tisch. Wie ist denn die Qualität der Lebensmittel? Einige Leute sagen ja, dass wenn man das eh wegschmeißt, dann kann es doch nichts Brauchbares mehr sein. Können wir uns da vom Gegenteil überzeugen? Ja, bitte einmal die Kamera draufhalten, dann kann man sehen, wie gut die Qualität noch ist. Paprika. Trauben.
Wo wird das abgeholt? Hier in Wermelskirchen auch? Ja, bei vielen Geschäften hier aus Wermelskirchen, Buchscheid und Leichling. Genau. Ja. Viele Menschen fragen sich, gibt es da eine Konkurrenz zur Tafel? Nein, wir sind nicht in Konkurrenz zur Tafel zu sehen, sondern wir arbeiten mit der Tafel zusammen. Das heißt, die Tafel ruft uns an, die Burscheider Tafel zum Beispiel, ruft uns an und sagt, wenn sie zu viel haben und es nicht mehr verteilt bekommen, dann fahren wir dahin, holen die Lebensmittel hier in die Garage und dann wird hier die Lebensmittel, die die Tafel vorher hatte, hier weiter verteilt. Also keine Konkurrenz zur Tafel. Gibt es genug Leute in Wermelskirchen, die da sowas machen oder suchen Sie noch weitere Leute, die teilnehmen? Wir brauchen dringend noch Leute, die uns unterstützen, denn wir haben mittlerweile ganz viele neue Kooperationen mit Geschäften hier aus Wermelskirchen und wir können helfende Hände dringend gebrauchen. Was muss man machen, um teilnehmen zu können? Am besten einfach über unsere Facebook-Seite eine PN schicken, dann reagieren wir da drauf. Dann empfiehlt es sich erstmal hier ein paar Mal in die Garage zu kommen, um zu retten, um zu gucken, wie das abläuft, auf was man sich da einlässt. Und wenn das alles okay ist, dann geben wir den weiteren Weg und besprechen den weiteren Weg mit den Leuten. Ja, vielen Dank. Gerne geschehen. In diesen Zeiten, wo wir nicht zusammenkommen können, gibt es natürlich auch Probleme, einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. So sind die Kirchen, unter anderem die evangelische Kirche in Gemeinde hier in Wermelskirchen, auf die Idee gekommen, wie viele andere Gemeinden, ihren Gottesdienst online zu stellen. Zwei Gottesdienste konntet ihr schon verfolgen und es werden noch weitere folgen, so auch sicherlich der wichtige Ostergottesdienst. Was gehört an Traditionen weiterhin noch zu unserem Leben, dass man um 21 Uhr vor dem offenen Fenster steht und klatscht und oder dass man unter Umständen mit Musik ein Zeichen gegen die Krise setzt, so auch in Wermelskirchen. In der letzten Woche gab es die Ode an die Freude und an diesem Wochenende sollte von guten Mächten wundersam geborgen gespielt werden. Der Moderator hat es ein bisschen abgewandt und hat sich für den Gospel We Shall Overcome entschieden, weil ich glaube, eines Tages haben wir gemeinsam diese Krise auch bewältigt. Der Forsythienstrauß, der hinter mir blüht, gilt als einer der Frühlingsboten auch im Bergischen als auch in Wermelskirchen. Wir haben ein paar Frühlingseindrücke für euch zusammengestellt, weil wir natürlich auch etwas Positives zeigen möchten. Denn die gute Luft, die es jetzt zum Beispiel in Wermelskirchen und vielen anderen Städten gibt, weil etwas weniger Verkehr herrscht, die können wir euch nicht zeigen, aber die Natur gleichwohl. Und damit sage ich Tschüss, euer Matthias.